Hey ho, meine Lieben, heute machen wir ein Hereford Prime T-Bone Steak. Ein Porterhouse. Ja, wo habe ich es her? Natürlich wieder von My Steak Shop. Ein ganz feines Teil. Wo machen wir das heute? Auf dem Schwenkgrill. Also machen wir wieder ein Schwenkerli. Und naja, ich schmeiß noch 1, 2. Ja, 4 Naschi-Birnen mit drauf und mal gucken, ob die noch was werden oder auch nicht. Und ich feuer jetzt erst einmal an. Kohlen im Anzündkamin, gebrauchte, neue und da kommen dann noch ein paar Birkenholzscheitel drauf. Dann können wir schon zum Schwenker gehen und anfeuern. So, Freunde, wie gesagt, in dem Anzündkamin normale Holzkohle und ja, und noch ein paar gebrauchte Bambu Barbecue-Kohlen auch noch mit drin. Das feuern wir jetzt an, lassen das durchziehen und dann kommen hier einfach noch so ein paar Holzscheitel mit drauf. Wenn das soweit ist, können wir dann schon unser... Na, was für ein Steak war's? Ein T-Bone Steak. Ein... Ach Mann, wenn man es im Kopf nicht hat, gell? Freunde, ich habe beschlossen, ich gebe dem richtig geilen Steak hier jetzt doch gleich noch ein bisschen Salz mit drauf. Ich habe zwar versucht jetzt hier noch die Seite noch ein bisschen einzuschneiden, aber naja, das Messer war widerspenstiger. Dieses Mal hat das Messer gewonnen, das muss ich erst noch schleifen, ordentlich. Ja. Und dann kann jetzt hier das Salz noch ein bisschen einziehen und hinterher kommt dann bloß noch ein Pfeffer drüber. Und danach geht's auf den Rost da drüben. Jo, sollte reichen. Ja, für ein Steak wahrscheinlich viel zu viel. Aber wir wollen ja, dass hinterher noch die Naschis auch noch durch werden. Das Holz hier mit drauf, das lassen wir gleich noch ein klein bisschen runterbrennen und dann können wir schon draufhauen. Beziehungsweise die Naschis schmeiße ich jetzt schon drauf. Ja, lassen wir es noch ein bisschen runterbrennen und dann kommt das Steak gleich drauf. Freunde, es wäre soweit. Du langsam. Meine Kartoffeln sind noch nicht fertig. Wie lange brauchen deine Kartoffeln noch? Die brauchen schon noch ein bisschen. Die brauchen, das Steak braucht auch ja noch ein bisschen. So, da wär's. Das richtig geile Porterhouse T-Bone Steak. Und dann können wir auch schon, wie gehabt, das Schwenken anfangen. Schatz, sag das nochmal. Flamme küsst Fleisch. Ja, genau. Flamme küsst Fleisch. Genau deswegen habe ich das heute auf dem Schwenkgrill gemacht. Das werden wir heute wahrscheinlich mehrmals umdrehen. Schauen wir mal, wie die Seite schon aussieht. Noch grau, aber es kriegt ja dann noch ein bisschen Branding von, weil wir gehen ja dann, sobald nur noch Glut da ist, gehen wir ja etwas tiefer. So, Freunde, jetzt schauen wir uns das Steak mal wieder an.
Jawohl, so langsam kriegt es auch Farbe auf dieser Seite. Und jetzt wieder die andere Seite. So, dann tun wir das Holzstückchen auf die Seite. Und dann gehen wir noch ein bisschen tiefer und tun sozusagen noch mal richtig schön aufknuspern. Jetzt muss man natürlich aufpassen, dass man nicht zu viel, zu heftig und zu lange. Ja, das kann schon noch. Ja, und die Naschis werden auch so langsam. Ob sie ganz durch sind nachher, keine Ahnung, aber ich werde sie dann auf alle Fälle gleich mit reinnehmen. Mal. Ja, ein bisschen noch, ein kleines bisschen noch. Jetzt nochmal von der Seite und dann ziehen wir es noch ein bisschen hoch und ja, eigentlich sollte es dann schon fast gut sein. Ich glaube, die Naschis lasse ich nachher noch drauf. Tja, Leute, auf der Höhe lasse ich jetzt das Steak noch ein bisschen liegen, bis drinnen die Kartoffeln soweit sind. Und ich hoffe, dass das nachher nicht zu durch ist. Aber das werden wir dann gleich sehen. Und wenn, naja, dann ist es so. Das damit dazu. Hier am Knochen entlang rausschneiden. Und so wie immer. Ja, so ziemlich ohne Worte, Leute. Dann schneiden wir sie vielleicht Rauschen raus. Und ist es schon tot? Oh. Ein bisschen rosa ist es noch. Rosa ist es noch. So, zum ein Scheibchen für mich. Nehmen wir gleich das erste hier. Ein bisschen von dem Pariser Pfeffer drüber. Dann mache ich gleich mal mit dem Stück mein Probiererle. Schatz sagt, das ist schon tot. Also ich sag, das ist noch nicht tot. Das ist noch schön rosa innen. Mmh. Mmh. Hat sogar eine Rauchnote. Boah, ist das geil. Ich zeige euch nachher noch schnell meinen Teller mit dem Gemüse. So, Freunde, ich habe mir jetzt mal auf meinem Teller aufgeladen und Schatz sagt, ihr ist es schon eigentlich zu durch. Ich sage, für mich persönlich ist es genau richtig. Meinungen gehen auseinander. Lecker ist es definitiv. Und ja, Gemüse, Gemüse, Gemüse. Gemüse muss auch sein. Möhrchen sind durch. Schatz, was möchtest du sagen? Nein, sie schüttelt nur mit dem Kopf. Leute, ich esse jetzt und wir sehen uns dann noch zum Gesamtfazit. So, Freunde, die Naschis will ich euch natürlich jetzt nicht vorenthalten. Ich schaue jetzt einmal, wie man die am besten schälen kann. Und im Prinzip ist es ja wieder nur ein Test gewesen, was man so mit den Naschis anstellen kann. Und ob die so überhaupt schmecken. Ja, dann werde ich doch mal hier probieren. Das ist sehr lecker. Es
kommt noch ein Video mit Naschis, nur mit Naschibirnen. Und ein Topf. Ja, lassen wir uns überraschen. Das war's dann mit diesem Video. Halt, Moment, Fazit. Jo, jetzt. Also dieses Hereford Prime Porterhouse Steak. Eine richtig geile Nummer, sage ich euch. Egal, ob man es jetzt im Oberhitzegrill, im Beefer, Steakburner oder wie auch immer macht. Oder, wie gesagt, auf dem Schwenkgrill. Es ist eine richtig geile Nummer. Ich verlinke dieses Steak unten drunter. Sollte jemand über diesen Link was bei meinem Steakshop bestellen, kriege ich einen klitzekleinen Teil davon. Und er tut mir somit auch was Gutes. Ja, ich wurde schon öfters gefragt, wie man mich unterstützen kann. Amazon-Links, wo unten drunter stehen, über so einen was einkaufen oder eben über diese Links von My Steak Shop. Ich kann es jedem bloß empfehlen. Das Zeug ist einfach grandios. Ich habe jetzt noch nichts gehabt vom Steak Shop, wo ich sage, das wäre nichts gewesen. Also alles bombastisch. Ja, wie gesagt, Naschibirn gibt es nochmal ein Topfvideo dazu. Und dann kann ich bloß noch sagen, das Gemüse war übrigens auch verdammt lecker. Bis zum nächsten Mal. Ja, irgendein Tourvideo wird es dann wieder sein. Okay Leute, das war's. Ich bin raus. Wir sehen uns. Und Daumen nicht vergessen. Ciao.